Ach ja. Zack. Haben wir kurz was geguckt. Und fertig mit dem Gucken. So, ich trelle schon wieder von mir her. So nett wie ich bin. Das kann ich immer sehr gut. Ach ja, Leute. So, wir sind gleich da. Hoffentlich. Mein Feld 10. Das ist ja nicht mehr weit. Gott sei Dank. Und dann. Ich glaube, ich werde auch erstmal normal ranfahren. So, als ob er ein Randfahrer wäre. Obwohl. Ah, ich bin mir nicht so ganz sicher. Kurve. Oh, ich muss. Oh, fuck. Muss man ein bisschen aufpassen. Wenn er zu dicht an so eine Leitplanke ranfährt, dann könnte es nämlich echt gut passieren, dass der Abfahrer dann irgendwann sagt, dass er da dran stehen bleibt. Beziehungsweise ich will ja auf diese Strecke jetzt auch den Mähdrescher schicken. Hoffentlich bleibt er nicht da hängen, weil ich da zu dicht rangekommen bin. Das wäre ja ärgerlich. Das wäre richtig ärgerlich. Weil gerade wenn man so eine lange Strecke wie diese hier jetzt einspeichert, einprogrammiert, dann ist es doof, wenn einem da so ein Fauxpas passiert. Jetzt muss ich gucken, da vorne, wo die Einfahrt ist. Ich glaube, das war hinter der Fischbude, ne? Ich glaube auch. Da ist die Fischbude, genau. Ja. Da steht das, da stehen die Bierfässer. Genau, dann werde ich nämlich erstmal hier vorne ranfahren lassen. Bis hier ungefähr. Und stopp, alles klar. Das ist jetzt die Strecke Feld 10, ne? Feld 10 vom Hof. Wow, ist echt eine riesige Strecke, ne? Ist das wirklich Feld 10? Ja. So, jetzt können wir erstmal gucken, was hier wieder für Probleme herrschen. Genau, der steckt im Verkehr fest. Mehr oder weniger. Irgendjemand hat einen Häcksler aufs Feld gestellt. Wer das auch immer war, der kriegt auf jeden Fall mal richtig Ärger jetzt zukünftig. Genau, der Deutz muss aufgetankt werden. Das ist jetzt aber weiter nicht schlimm. Der müsste sich, glaube ich, automatisch... Rein theoretisch müsste er doch an der Tankstelle vorbeifahren, ne? Nee, stimmt. Ich habe das anders eingestellt. Okay. Denn, ich bin immer überlegen, ob ich ihn jetzt rausnehme und mal kurz mit ihm tanken fahre. Ja, das machen wir. Wenn wir die Maschine anheben, rausnehmen, rausfahren. Weil das ist besser. Weil nicht, dass er... Ja, schade. Das hätte ich an der Tankstelle noch vorbeileiten müssen. Dann wäre es richtig gut gewesen. Aber so ist es jetzt so ein bisschen... Ja, semi-gut. Naja. Passiert halt, ne? Ich glaube, ich werde meine Waschstraße, die werde ich, glaube ich, hier hinstellen. Dann wird auf jeden Fall immer das Fahrzeug, was vom Feld kommt, zum Abtanken oder vom Feld, ja, was das Abtankfahrzeug vom Feld, wird da immer durchfahren und immer sauber sein. Da freue ich mich drauf. So. Du willst zum Feld 10, vom Hof, genau. Zack. Kriegst du rein, abfahren und da muss ich gleich dran denken, dass ich... Wenn er losfährt, einstelle, dass er am letzten Triggerpunkt anhält. Am Triggerfinger. So, soll es am ersten starten. Gib Gas. Und am letzten warten, bitte. Oh, hoffentlich klappt das alles. Hoffentlich bleibt er nicht... der wird irgendwo... Bestimmt wird er irgendwo hängen bleiben. Das ist schon so sicher wie das Amen in der Kirche. Ja, der Steier hat auch schon wieder durchdrehende Reifen, natürlich. Und ich habe beinahe die Zapfsäulen hier komplett mitgerissen mit der Drehmaschine. Richtig gut, richtig gut. So. Wo kann ich ihn raufsetzen? Hier vorne gleich, ne? Ja, ich glaube auch. Hier vorne ist gut. Abfahrer einstellen. Nächsten, bitteschön. Gib Gas. Jetzt hast du ja wieder Sprit drin, jetzt kannst du ja mal wieder Gas geben, Matthias, ne? So, den einmal raussehen, Heiko. Das hat mal wieder nicht geklappt, hier das Wenden. Leider. Obwohl wir es schon so häufig geübt haben, hat es mal wieder nicht geklappt.
leider. Interessant fand ich jetzt auch vorhin, als ich ihn, also ich habe ihn ja erst mitgenommen, also ich habe ihn ja erst ein bisschen gefahren. Okay, das war jetzt von meiner Seite zu schnell. Da war ich jetzt ein bisschen zu voreilig, ein bisschen zu forsch. Ah cool, der Häcksler wird kaum dreckig, ne? Na gut, er macht ja auch kaum was, weil er die ganze Zeit rumsteht. Weil der Abfahrer es hier nicht geschissen kriegt, mal anständig nebenher zu fahren. Oh, ich bin froh, wenn er nur noch als Frontlader tätig ist. Ich hoffe, das kriege ich ja besser hin. So, jetzt machen wir mal Folgendes. Wir nehmen ihn mal ein bisschen zurück weiter. Und jetzt werde ich ihn gleich auf dem aktuellen Punkt starten lassen. Und zwar jetzt. Und dann fährt er trotzdem eine Kampfkurve. Naja, okay. Du wirst schon wissen, was du da tust. Glaube ich. Wenn und wieder. Bin mir nicht sicher. Vielleicht. Mach mal ein bisschen Beleuchtung an. Wobei das nichts gebracht hat. So. Das sieht mehr oder weniger gut aus. Wow, die kommen auch klar. Dann mache ich für ihn hier schon mal eine Strecke klar, dass er wieder zurückfahren kann. Und zwar nehme ich da jetzt nicht die gleiche Strecke, sondern... Ich muss ja hinten rum reinfahren, ne? Wir fahren hier auf jeden Fall wieder raus. Kursaufzeichnung beginnen, definitiv. Das ist halt das Blöde hier an dieser Stelle, dass wir nur eine Ein- und Ausfahrt haben. Das ist immer eine Fehlerquelle. Definitiv. Lässt sich jetzt aber auch nicht großartig ändern oder großartig irgendwas vermeiden. So, wir fahren mal auf der Seite von der, oder auf dieser River-Seite. Fahren hinten an der Brücke wieder hoch. Und ich überlege gerade. Dann lasse ich ihn einmal hinten rumfahren, komplett. Ja. Ich möchte sie nicht durch den kleinen Wald da schicken, weil ich habe Angst. Ich habe ganz ehrlich Angst, dass da irgendwas schon ist, was ich da einprogrammiert habe, was ich schon wieder vergessen habe. Und dann kommt da irgendwie doch wieder ein Unfall zustande oder sonst irgendwas. Also bin da so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen? Ich habe halt Angst. Ich habe halt Angst um meine Fahrer und um die Fahrzeuge und um diesen, um den reibungslosen Verlauf der Tätigkeit. Genau. Ach ja, schön. Natürlich steht der Steyr Multi 4115 wieder. Ja, siehst du, jetzt hat der Mähdrescher sich irgendwo festgefahren. Lol. Müssen wir gleich mal gucken. Also sowas kann halt auch mal passieren, ne? Es dauert jetzt einen kleinen Augenblick, bis ich jetzt da nachgucken kann, was da so los ist. Ja, siehst du, das ist da die Ecke, wo ich gesagt habe. Da, wo ich so ein bisschen an die Leitplanke rangekommen bin. Wo ich so mit dem letzten Augenblick noch sagte, ah, okay, vielleicht wird das was, vielleicht wird das nichts. Und ja, wie wir jetzt sehen, ist es leider nichts geworden. Ne? Der Mähdrescher ist definitiv daran hängen geblieben. Kann natürlich bedeuten, dass es jetzt am Mähdrescher lag, weil der zu groß ist. Ne? Weil der ist ja nicht klein. Gefahr besteht natürlich, dass irgendwann auch der hier sagt, nee, ich komme da nicht vorbei. Aus Gründen XY. Keine Ahnung. Müssen wir gleich mal gucken. Ich fahre ziemlich weit in der Mitte. Ist auch nicht so toll. So. Ah, da vorne ist das Mission Board, ne? Da hätte ich gerne mal raufgeguckt, wie viel Raps mir jetzt eigentlich noch fehlt. Aber okay. Machen wir nachher. Bisschen bei den Kurven muss man ein bisschen aufpassen. Einerseits darf man sie nicht zu eng fahren, weil sonst räumst du die ganzen Leitpfosten weg. Andererseits, wenn du sie zu sehr ausfährst, kann es auch wieder sein, dass du im Gegenverkehr hängen bleibst. Ist auch nicht so besonders toll. Wie man es macht, man macht es immer irgendwie so ein bisschen halbrichtig. Halbrichtig. Boah, das ist eine ganz schöne Gurkerei hier hinten rum, ne? Braucht er definitiv einen größeren Anhänger für. Dass wenn der denn... Der Mähdrescher wird so oft stehen, einfach nur stehen und warten, weil der hier unterwegs ist. Oder ich bräuchte noch einen zweiten. Ich bräuchte eigentlich zwei Abfahrer, also zwei Hürlimänner mit den Akkulinern,
Als Anhänger. Oh, da liegt eine Münze. Wow. Eine Münze. Hast du mal eine Mark? Oh, guck mal, der Igor ist fertig mit dem Schwan. Ist auch schön. Dann können wir nämlich da oben gleich anfangen, das Stroh einzusammeln. Und ich glaube, ich werde alles einlagern. Ich werde alles einlagern, was da an Stroh rumliegt. Weil das sind tatsächlich später irgendwann für die Tiere brauchen, ne? Die werden sich da freuen. So, wir sind gleich zu Hause. Auf dem heimischen Hof. Schon mal anfangen, so ein bisschen die Geschwindigkeit runterzudrehen. Nicht, dass das nachher so überraschend kommt, ne? Weil die Cosplay-Fahrer haben es ja immer so, ja, die bocken sich ja dann immer sehr gerne auf. Machen da irgendwie Breakdance oder sonst irgendwas mit ihren Fahrzeugen. So, hier. Das runter. So, auf 12 km/h. 13. Genau, das sieht auch gut aus. Hier können wir wieder einen kleinen Tick schneller. Wir wollen es nicht übertreiben, ne? Nicht in Geschwindigkeitsrausch kommen. Ne, ich werde hier, glaube ich, echt noch einen zweiten Fahrer einstellen. Halt irgendwie nochmal einen kleinen Anhänger vielleicht oder einen kleinen Trecker mit Anhänger kaufen. Ich weiß es nicht. Nochmal so ein Gespann, ne? Sepp 2 quasi. So. Ende im Gelände. Feld 10 zum Hof. Speichern. Alles klar. Die Strecke ist drin. Wollen wir erstmal kurz gucken, was hier so für Probleme sind. Genau, das ist das, was ich mir gedacht habe. Ich hoffe, ich komme jetzt trotzdem noch voran. Der ist zu dicht dran gekommen, ne? Aber okay. Fahren wir wieder weiter. So, du hast dich natürlich hier wieder festgefahren. Immer beim Wenden, immer beim Wenden. Ich weiß auch nicht, was da los ist, ey. Immer beim Wenden, wenn nicht genügend Wende, nicht genügend Platz zum Wenden ist irgendwie. Dabei habe ich ihn ja schon auf, ja, 3 Meter. Ich weiß nicht, soll ich ihn mal auf 1 Meter einstellen oder? Auto ist 6 Meter. Ich lasse ihn mal auf 6 Meter, so wie er es eigentlich automatisch gerne hätte. Ah ja, genau, du bist fertig mit deiner Aufgabe, sehr schön. Immer ein etwas, was funktioniert. So, jetzt werden wir nämlich mal gucken, dass wir den Ladewagen besorgen. Den stellen wir dann auch hier rauf und für den brauche ich jetzt ja noch eine Strecke, dass er das Stroh direkt hier ja, in dem Behältnis hier reinschmeißt. Aber das kriegen wir ja auch leicht hin. Dann machen wir einmal so ein Parcours, einen Kurs und dann ist es gut. Ja, das sollte kein Problem sein. Das sehe ich als, ich sag mal, easy peasy an, ne? Ich bin mal gespannt, wie ich den hier bei der BGA bin ich schon einige Male verzweifelt und irgendwie sah es immer sehr, sehr komisch aus, wenn die Cosplay-Fahrer dort quasi das Zeug wegschaufeln. Und oh fuck, ich habe nicht vergessen. Hier, das passiert nämlich, wenn man nicht sagt, dass er am letzten Punkt stehen bleiben soll. Der will nämlich einfach schnurgeradeaus schnurstracks wieder zurück zum ersten Punkt und bleibt dann irgendwo hängen. So, jetzt müssen wir Folgendes machen. Und zwar will ich irgendwo eine Abladezone einrichten. Diese Abladezone könnte ich mir vorstellen, dass sie sich hier so befindet. So, ich werde jetzt erstmal Folgendes machen. Ich werde jetzt erstmal eine Runde mit einem Autocombine sich vollfahren lassen. Gedüngt ist das hier, ne? Ja, ich glaube auch. So, Helfer einstellen. Achso, ist nicht offen, deswegen geht das nicht. Ist klar. Jetzt Helfer einstellen. Helfer einstellen, alles klar. Jetzt müsst ihr gleich in die Richtung wegfahren. Ja, sehr schön. So habe ich es mir artähnlich vorgestellt.
Der lässt echt was stehen, ne? Hätte ich nicht gedacht beim Autocombine. Der lässt echt was stehen und nicht gerade wenig. Wahrscheinlich stört es ihn auch, aber er lässt was stehen. Wow. Na, kriegst du es hin? Jetzt hat er es richtig, ne? Ja, jetzt hat er es richtig. Alles klar. So, wo war ich jetzt gerade? Der ist erstmal unwichtig, der ist jetzt wichtig. Der soll nämlich jetzt erstmal Stroh einsammeln und bei den Kühen einlagern. Oh ja, wir sind voll in Vorbereitung, was Kühe angeht. Das freut mich. Das freut mich so richtig. Weil Kühe sind ja doch so eine Sache. Ja, die bringen halt echt unheimlich viel Geld und machen wenig, ich sag mal wenig Arbeit, ne? Wenn man es ein bisschen im Griff hat. Man kann da halt sehr, sehr viele Curseplay-Spielereien einbauen. Das ist halt ganz, ganz nice eigentlich. So, zack. Bin noch ein bisschen am Überlegen, wie ich das später irgendwann mal bewerkstellige, dass das funktioniert mit den Curseplay-Fahrern und dass die selber halt die Sachen rausschaufeln für Mischfutter. Oder ob ich das irgendwie anders noch einstelle, ob ich doch vielleicht wieder eine Mischfutterstation hier brauche. Weiß es nicht. Aber letztendlich muss es hier trotzdem irgendwie wieder rausgeschaufelt werden aus diesen Vorratsbehältern. Und da muss ich mal gucken, wie wir das einstellen, wie ich das bewerkstellige. Weiß ich noch nicht so ganz. Muss ich mir mal was ausdenken, weil der Platz halt sehr klein ist, ne? Weil die Silage rausholen, das wird kein Problem sein. Das ist, denke ich mal, super easy. Da ist genug Platz. Aber wenn es dann später losgeht, dass einer quasi Stroh rausholt und einer Gras rausholt und das dann irgendwo einlädt oder verlädt, ohne dass sie sich irgendwie in die Quere kommen, das stelle ich mir schon schwierig vor. Aber mal schauen. Ich will da jetzt noch nicht den Teufel an die Wand malen, so heißt es ja so schön, sondern wir gucken uns das alles mal an und probieren halt aus. Früher oder später wird es schon irgendwie klappen. Es hat bis jetzt immer irgendwie geklappt. Ich habe ja auch selbst auf meiner LS Extreme-Karte, habe ich es ja auch hingekriegt auf dem Hof, das Verladen zu automatisieren. Da war es zwar, es ist zwar alles ein bisschen größer als hier, aber auch das kriegt man hin, wenn man möchte. So. Einmal Kurs aufzeichnen und beginnen. Ich schmeiße einen Tempomaten rein. Wir holen uns mal die ersten drei Bubbles. Dann haben wir nämlich das schon mal weg. So, besonders schnell wird das jetzt hier nicht vorangehen, weil das da vorne ja schon gleich losgeht mit der Abladestation, ne? Da müssen wir auch vernünftig vorfahren, dass wir da genügend Bubbles kriegen. Aber das muss auch für Igor irgendwie blöd sein, ne? Fährst den ganzen Tag an deinem Zuhause vorbei und darfst nicht rein. Ich glaube, das hier müsste gut sein, ne? Oh ja, das sieht gut aus. Das müsst ihr hinkriegen, ja. Abladezeichen ist da. Sehr schön. Wunderbar. Silage könnte man da auch einlagern. Hätte halt den Vorteil, dass wenn man dann mit einem Futtermischwagen, mit dem kompletten Wagen rumfährt, dass man denn damit, ja, das machen kann. Direkt aufsaugen kann. Da muss man nur in alle drei Buchten mal kurz reinfahren und dann hätte man das ganze Zeug. Ist auch schön, aber werde ich jetzt in dem Sinne, weiß ich nicht, ob wir so ein Teil uns irgendwann mal kaufen. Ich glaube, mit Curseplay ist das halt sehr schwer. So, das ist jetzt Feld 14. Feld 14. Stroh. Kühe. Na, eigentlich Strohablage, ne? Ablage. Kühe, genau. Alles klar, nehmen wir einfach so den Kurs, zack, das passt. So, meine Freunde, das war's auch wieder mit dieser Folge. Ich bedanke mich bei euch ganz recht herzlich fürs Einschalten, Zuschalten, Reinschauen.
Ich hoffe, es hat euch gefallen und wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch gerne noch ein Like da bzw. ein Abo, falls du meinen Channel noch nicht abonniert hast. So, des Weiteren findet ihr auf dieser wunderbaren Seite, jetzt auf der linken Seite, einen Link zum vorherigen Video, falls du quer eingestiegen bist. Und auf der rechten Seite findest du einen Link zur gesamten Playlist, wo du alle Folgen von dem Farming Simulator 2015 auf der Map to Rivers dir anschauen kannst. Ich bedanke mich ganz herzlich dafür, dass du reingeschaut hast und wünsche dir noch viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.